Heute beim elektrischen Reporter künstliche Spieler, Beobachter und künstliche Schauspieler. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Eine Hollywood-Regel sagt, ein Thriller ist nur so gut wie sein Schurke. Ist der Endgegner zu schlapp, ist der ganze Film öde. Bei Games ist die Lage komplexer. Hier können sowohl zu schlechte als auch zu gute Gegner das Spiel verderben, wie unser erster Beitrag zeigt. Wer Pong, eines der ersten Computerspiele, alleine zockt, dem wird schnell langweilig. Denn für die Schwarz-Weiß-Tennissimulation braucht man einen Gegner. Und zwar einen menschlichen. Computergesteuerte Kontrahenten, wie sie in den Games von heute selbstverständlich sind, die gibt es in den frühen 70er Jahren noch nicht. Den Uraltspielen fehlt die dazu nötige künstliche Intelligenz, kurz KI. Mit seiner Weltraumsimulation X-Rebirth möchte Bernd Lehan zeigen, wozu eine solche KI heute in der Lage ist. In X-Rebirth tummeln sich tausende Raumschiffe und Avatare. Diese bauen Rohstoffe ab, errichten Weltraumstädte, treiben Handel und führen Kriege. Ohne dass ein Mensch eingreift. Ein eigenständiges Universum, freut sich der Entwickler. Daraus ergibt sich eben eine Dynamik mit sehr vielen, ja, oft auch unerwarteten Wendungen, die von ganz alleine passieren. Und wenn man einfach dann das Spiel auf diese Art entwickelt, dann ist es eben oft so, dass man einfach erstmal, wenn man das Spiel das erste Mal testet, dann einfach mal beobachten muss, was passiert und dann selber Überraschungen erlebt. Aber die Veröffentlichung des Spiels wird ein Desaster. Die Kritiker sind entsetzt, die Spieler wütend. Beschwerden über Langeweile und Programmierfehler machen X-Rebirth für Egosoft zur Dauerbaustelle. Und die Idee, dass mehr künstliche Intelligenz auch mehr Spielspaß bedeutet, erweist sich in diesem Fall als Trugschluss. Trotz dieses Fehlschlags wünschen sich viele Spieler intelligentere Gegner. Zum Beispiel Tino Knoll. Denn die Gegner in seinen Ballerspielen sind ihm viel zu berechenbar. Er vermisst es, sich neu auf Situationen einlassen zu müssen, also nicht nur stupide durch die Gegend zu rennen und irgendwas niederzuballern oder den nächsten Ork umzuklatschen, sondern wirklich sich selber neu organisieren zu müssen, auch selber das eigene Handeln zu überdenken. In Call of Duty etwa sind die Fähigkeiten der Gegner ziemlich überschaubar. Ein einfacher Strategiewechsel reicht da zum Erfolg schon aus. In manchen Situationen etwa kommen Knolls Kontrahenten nicht einmal auf die Idee, sich umzudrehen. Und dann stand ich halt hinter denen und die sind halt die ganze Zeit immer noch mit dem Blick in die andere Richtung, wo ich vorher stand quasi, immer hin und her gelaufen und haben geschossen irgendwo hin, haben aber nichts getroffen, weil ich stand ja nur einfach hinter denen. In solchen Momenten fällt auf, wie dumm künstliche Intelligenz sein kann. Denn ihr fehlt schlicht die menschliche Wahrnehmung. Das macht es schwierig, den Pixelsoldaten sinnvolle Wege von A nach B beizubringen. Von intuitivem Verhalten ganz zu schweigen. Das sind mathematisch die anspruchsvollsten Probleme. Das, was uns sehr intuitiv scheint, ja, stell dich doch in die Ecke, da bist du doch in Deckung, hock dich hin. Das sind natürlich letztlich ganz schön komplizierte Dinge, das herauszufinden und rechenintensive Dinge. Gary Bente betreibt ebenfalls KI-Forschung. Als Sozialpsychologe fasziniert ihn das Verhalten echter Menschen und wie man dieses reproduzieren kann. Er ist überzeugt. Mit der Rechenpower heutiger Supercomputer kann die Maschine jede Verhaltensregel lernen. Aber auf der anderen Seite haben wir noch so große Erkenntnislücken in dem Bereich, wie tickt der Mensch, ja, dass es eben sehr, sehr schwer ist, ein System zu bauen, das sozusagen ohne die Information auskommt, wie es eigentlich wirklich funktioniert. Und das kann eigentlich nur ein System sein, was auf uns ein bisschen, sag ich mal, unmenschlich wirkt, weil eben genau diese Kenntnis nicht vorhanden ist. Eine echte künstliche Intelligenz muss können, was jeder Mensch ohne Nachdenken beherrscht. Signale zu deuten und flexibel darauf zu reagieren. Eine solche KI wäre endlich auch für Tino Knoll ein würdiger Gegner. Ich fände es unglaublich interessant, mich mal mit einem gleichwertigen oder überlegenen Computer oder mit einer KI zu messen. Aber dann würde ich gerne auch den Pause-Knopf drücken wollen und entscheiden, ob ich das noch möchte.
Im Schach gibt es bereits Maschinen, die für jeden Großmeister unschlagbar sind. Und so ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch Zocker wie Tino Knoll sich mit gleichwertigen Maschinen messen können. Aber die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit eines solchen Ballerspiels würde sich ganz neu stellen. Denn eine echte künstliche Intelligenz würde vielleicht nicht nur sehen, sondern auch fühlen, was mit ihr passiert. Kommen wir nun von der virtuellen Gewalt zur echten. Der Prozess um die Morde der sogenannten NSU-Gruppe wird mittlerweile nur noch von einer Handvoll hartnäckiger Journalisten regelmäßig verfolgt. Und um eben solche geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Hallo, mein Name ist Özge Pınar Sarp, bin Sozial- und Politikwissenschaftlerin. Ich arbeite für die unabhängige Beobachtungsstelle NSU Watch. NSU Watch ist eine Initiative von Dutzenden Projekten und Einzelpersonen, die sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigen. Wir beobachten den NSU-Prozess. Interessierte Leute können sich informieren, heute wie fehlt der Prozesstag, was wird verhandelt. Wir veröffentlichen die Protokolle mit Mitschriften und wir machen unsere eigene Hintergrundrecherche und Analyse zum Themenkomplex. Wir berichten über Twitter nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Türkisch, weil die türkischsprachige Community waren und sind immer noch besonders betroffen vom Taten des NSU. Unsere Arbeit ist nicht in erster Linie auf die tagesaktuelle Presseberichterstattung ausgerichtet, sondern wir versuchen der Öffentlichkeit eine langfristige Auseinandersetzung mit Thema auch nach Ende des Prozesses zu ermöglichen. Und ganze Abläufe werden oder können öffentlich nicht wahrgenommen werden. Wir finden es daher wichtig, ganze Aufklärungsprozess im Gerichtssaal möglichst umfassend zu dokumentieren. Unsere Protokolle sind ganz detailliert, ganz lang. Durch Twitter versuchen wir an die interessierten Leute die Infos zum Prozess ganz schnell weitergeben. Ja, wir haben einige Preise bekommen, zum Beispiel von Otto Brenner Stiftung, Journalisten des Jahres. Also wir denken, wir haben einen Erfolg gehabt. Wir haben über 6000 Follower auf Twitter. Wir bekommen ab und zu mal zum Beispiel Meldungen, wann kommen die fehlenden Protokolle. Also wir freuen uns. Dass Maschinen im Allgemeinen und Algorithmen im Besonderen den Menschen ihre Arbeit wegnehmen, das wird in den Feuilletons der Papierpresse Woche für Woche aufs Neue befürchtet. Mit unserem nächsten Beitrag über Maschinen in der Schauspielerei möchten wir diese Befürchtungen ein wenig befeuern. Künstliche Menschen sind längst Realität. Zumindest im Film oder auf der Theaterbühne. Ihre Namen: Golem, Data, Homunculus oder Frankenstein. Am Deutschen Schauspielhaus Hamburg verwandelt sich Ute Hannig allabendlich in GU300F. Ein Babysitting-Roboter mit Identitätsproblemen. Und erkundet so den Grenzbereich zwischen Mensch und Maschine. Dabei verlangt ihr die Roboterrolle einiges ab. In der Maske wie auf der Bühne. Man versucht, diese menschliche Mimik, die sehr beweglich und weich ist, ein bisschen zu reduzieren und eher so was Festes herzustellen, so einen Grundausdruck, der aber sehr positiv und fröhlich ist, weil die Maschine eher eine fröhliche ist. Und dann da drin aber sozusagen immer wieder so kleine Schäden einzubauen, wo das am Kopf funktioniert und dann aber auch am ganzen Körper funktioniert. Ab jetzt, so der Name des Stückes, ist eine Komödie aus den 80ern. Und die Vorstellung von Robotern natürlich nach heutigen Maßstäben überholt. Aber Hannig und ihren Kollegen des Ensembles geht es gar nicht darum, einen Roboter möglichst realistisch darzustellen. Viel wichtiger ist es, über die Darstellung einer Maschine zu einer künstlerischen Aussage zu gelangen.
darüber, was uns alle als Menschen eigentlich auszeichnet. Also ich finde die Darstellung eines Roboters auf der Bühne nur interessant, wenn er dazu dient, die Frage über den Menschen irgendwie weiter zu erforschen oder sich mit dem Menschen zu beschäftigen. Der Roboter an sich ist für mich uninteressant. Deswegen geht das gar nicht so sehr um die Technik, die wir darstellen, sondern eher um das Scheitern mit der Technik. Scheitern mit der Technik. Das wäre für den japanischen Theaterpionier Orisa Hirata eine Katastrophe. Denn ohne Roboter, die exakt tun, was er sagt, gibt es bei Hirata keine Vorstellung. Er lotet mit seinem Ensemble Szenen dann aus, wozu Maschinen künstlerisch in der Lage sind. Und während in Hamburg Menschen Roboter spielen, macht Hirata das Gegenteil. Er holt die Androiden auf die Bühne. Als Schauspieler in menschlichen Rollen. Zum Beispiel als Gregor Samsa in seiner Adaption von Franz Kafkas Verwandlung. Und Hiratas Erfahrungen mit dem bionischen Kollegen sind mehr als positiv. Er lernt die Texte schneller, er macht keine Fehler, er beklagt sich nicht, er braucht kein Essen. Bloß auf die Details zu achten, fällt ihm eher schwer. Aber das wird immer besser. Die Roboter für seine Theaterstücke bekommt er vom Robotikforscher Hiroshi Ishiguro der Universität Osaka. Hirata programmiert diese Actroids dann für ihren Einsatz im Theater. Text, Sprechtempo, Mimik, Gestik. All das gibt Hirata bis ins kleinste Detail vor. Und lässt so auf der Bühne Maschinen menschliche Gefühle darstellen. Für ein menschliches Publikum. Ein Ziel seiner Arbeit, die Menschen auf eine gemeinsame Zukunft mit Robotern vorzubereiten. Sollen Roboter eines Tages mit uns zusammenleben, dann muss man die Forschung mit Robotern immer weiter vertiefen. Denn nur so kann man einen Roboter herstellen, vor dem sich die Menschen nicht fürchten. Sollten Kinder oder Ältere Angst vor Robotern haben, so werden diese niemals Teil der Gesellschaft werden können. Aber dass Roboter in unserer Gesellschaft immer präsenter werden, steht außer Frage. Sei es am Fließband, als Staubsauger, in der Altenpflege oder eben auf der Bühne. An der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bereitet Schauspiellehrer Piotr Olev seine Schüler auf ihre Zukunft auf der Bühne und vor der Kamera vor. Er weiß, dass sie es einmal schwer haben werden. Denn schon ohne robotische Konkurrenz ist es für Nachwuchsschauspieler schwierig, sich durchzusetzen. Mit Robotern als Schüler hätte er trotzdem kein Problem. Ja, ich werde einen Roboter unterrichten, wenn ich dafür bezahlt werde. Ob du Roboter bist oder nicht, du musst erstmal das tun, was alle tun. Und das ist ja egal, ob du Roboter bist oder nicht. Hauptsache, du bestehst die Prüfung und hast entsprechende Papiere. Und dann bist du aufgenommen. Wenn du ein begabter Roboter bist, wird schön. Noch entlasten uns Roboter vor allem von körperlich schweren und monotonen Arbeiten. Aber Theaterpioniere zeigen, dass damit das Potenzial der Maschinen noch lange nicht ausgereizt ist. Denn selbst ein Android, der nur entfernt an einen Menschen erinnert, kann ein Theaterpublikum begeistern. Was wiederum auf der Bühne funktioniert, sollte auch in anderen Lebensbereichen möglich sein. Und die Eroberung dieser Lebensbereiche jenseits der Arbeit durch die Maschinen hat gerade erst begonnen. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich vor der Maschine zu retten. Das ist, sie zu benutzen. Karl Kraus. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.